Fieber, vor den Templern, bevor alles zusammenbrach. Aber das ist Vergangenheit. Wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Nimm das Journal und ich zeig dir, wie alles funktioniert. Okay, Lager. Alle Gegenstände im Lager durchsuchen und die bei den Handwerkern verfügbaren Gegenstände kaufen. Eichenholz kann man kaufen. Eichenholz gekauft. Okay. Handelsmenü. Herstellung, Handel. Das Eichenholz kann über einen Konvoi an Händler verkauft werden. Drücken Sie um einen Gegen... Okay. Ja, das Holz. Risiko 35%, Steuern 30%, Gewinn 21%. Okay. Dann los. Bestätigen. Okay. Das ist noch etwas umfangreicher als in den Vorgängern. Mit Handel und so. Gehört auch dazu, nicht? Oh. Verging die Zeit sehr schnell. Geil. Tage des Lernens, des Trainings und der Arbeit verschwammen. In der wenigen freien Zeit, die Achilles mir gönnte, lernte ich mehr über die Templer. Über Charles Lee und meinen Vater. Ich wollte mich ihnen stellen. Ihre Pläne durchkreuzen. Dafür sorgen, dass mein Volk frei und unbeschwert kann. Ah. Doch ich wusste, es war zu früh. Ihm jetzt entgegenzutreten, wäre mein Tod. Und all meine Arbeit wäre umsonst. Ja. Geduld. Zurückhaltung. Dies waren meine schwierigsten Lektionen. Doch alsbald meisterte ich auch dies. Tage wurden zu Monaten. Monate zu Jahren. Und mit meinem Geschick und Wissen wuchs auch ich an. Ach, scheiße. Zack, erwischt hier, Waschbär. Schnappen wir uns natürlich auch gleich. Zack. Mehr Waschbärenpelz. Sehr schön. So. Dort drüben müssen wir hin. Alter, der hat hier einen richtigen Hafen quasi errichtet. Fett. Ich will wetten, jetzt trinkt der nicht mal mehr. Achso, nee, da kann ich nur spielen. Alter, da hat sich ja ganz schön was getan. Finde ich geil. Die harte Tour. Ja. Ja. Interagieren. Geht doch. Geht doch. So. Dahin sollen wir. Die Akia muss auf Martha's Vineyard mit Kanonen und den entsprechenden Kanoniermeistern ausgestattet werden. Komm an Bord und weide deine Augen, Bursche! Nein, nicht den linken Fuß. Niemals den linken. Bringt Unglück. Tritt mit dem rechten Fuß zuerst auf. Sie ist solide. Ei, schnittig und geschmeidig. Sie macht 12 Knoten in einer steifen Brise. Kein Schiff zwischen hier und Singapur schlägt sie an einem guten Tag. Was hältst du davon, wenn... wir in See stechen und du dich selbst überzeugst. Wo fahren wir hin? Zufällig braucht sie noch Kanonen und Offiziere, die sie befehlen. Wir laufen direkt aus. Keine Furcht, Junge. Ich mache noch einen Seefahrer aus dir. Und das Graussegelein ab in die Wanten und nicht einschlafen. Na los, Männer. Bringen wir sie da raus, wo sie sich wohlfühlt. Okay.
Ich hatte schon mal, ich glaube, das war Gamescom oder so, da hatte ich schon mal so ein paar Ausschnitte von so Seeschlachten gesehen, die es offenbar auch gibt. Geile Sache, 3 Jahre später. Ja, die ist echt flink. Nicht? Ehrlich mal. Zum Ruder gehen und E drücken. Geil. Kann ich hier das Steuer übernehmen? Okay. Jetzt bist du mit ihr verbunden. Fühle in sie hinein. Schieber. Halbes Segel. Die Akia fliegt wieder. Fühlst du es, Junge? Okay, geil. Setze Kurs auf Bathas Vinyak. Dort finden wir unsere Kanonen und Offiziere. Sie ist ein Fett. Geschäft, doch je mehr Fahrt sie macht, desto schwerfälliger wird sie. Klar. Unser Fester muss dein Griff sein. Genieße das Stück Freiwasser, bevor wir zu diesen Untiefen kommen. Setze volle Segel, wenn du magst. Ja, warum nicht? Setzen wir volles Segel. Knoten zählen, volle Segel! Fette Sache. Der Wind dreht sich bald. Krieg ich hin. Runter auf halbes Segel! Halbes Segel! Ah, das macht Spaß. Auf der Karte wird Windrichtung quasi angezeigt und wie stark der Wind ist. Durch das seichte Wasser. Pass auf, dass du nicht auf Grund läufst. Okay, dann würde ich sagen, halbes Segel, lieber etwas langsamer. Nicht, bevor es schnell geht. Okay. Volles Segel. Jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben hier. Auf die Schiffe auf! Bleib auf Kurs, um dein Wegerecht zu behalten. Aha. Okay. Finde ich cool auch mit den Animationen, dass die ganze Zeit da quasi unterwegs sind. Geile Sache. Boah, wie ich das vorhergesehen habe, was? Wie ich das wieder gewusst habe hier. Ah, schön. Jawohl, wieder Vollgas geben. Und das sieht einfach nur geil aus. Ampere andocken. Wir sind bald da. Jawohl, volle Drehung hier. Weniger Knoten. Langsam sie, halbe Segel. Holt alle Segel ein. Halt, bringt sie zum Anker werfen. Wir gehen an Land. Jawohl, das hat auch gut geklappt. Sehr gut, sehr gut. Okay, warum ist Q jetzt überspringen und nicht wie immer E? Egal. Noch immer so hinreißend, wie ich dich in Erinnerung habe. Oh Gott. Stimmt das? Nach all den Jahren kommst du zurück nach Vinyard, um mir Komplimente zu machen? Wir suchen nach David und Richard Clutterbuck.
Auch schön, dich zu sehen. Robert Faulkner. Wo zur Hölle hast du gesteckt, hm? Verzeiht mein plötzliches Verschwinden. Noch keiner durfte wissen, wohin es geht. Habt ihr viel Arbeit? Na, wir sind leider gerade ohne Heuer. Nun, wir suchen gute Kanoniermeister. Was haltet ihr davon, wieder mit mir zu segeln? Wir würden uns gerne mal wieder mit dir streiten. Ja, gut gesagt. Biakia ist ein feines Schiff. Wir stoppen sie gerade mit Kanonen. Sieht so aus, als holt sich dein Freund eine Abreibung. Wo ist Charles Lee? Mir gefällt dein Tonfall nicht, Bursche. Oh, das solltest du dir überlegen, bitte. Bobby Faulkner spielt jetzt die Amme. Dann hast du wohl endlich erkannt, dass du auf See nichts taugst. Wow, wow, wow. Sowas gibt es hier drin nicht, meine Herren. Oder besser überhaupt nicht. Bobby, nimm deine Freunde und verschwinde. Gehen wir, Jungs. Die Kanonen müssen fertig sein. Na los! Ach ja, mal wieder Mist gebaut. Ist doch immer so. Alter Schwede, wie viele Kanonen hat die denn bitte? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, wir übernehmen wieder das Kommando. Zum Ruder gehen und E drücken. Okay. Ah! Der ältere Mann ist ein Templer. Wer war da bei ihm? Ein Templer? Der Jungspund war Nicholas Biddle. Ein Niemand segelt vor dem Mast. Ein Seekadett der Krone. Sind die Kanonen bereit? Okay. Nein, aber wir sollten nichts überstürzen. Wir finden ein passendes Ziel und zeigen dir, wie es geht. Oh, cool. Wir haben eine bescheidene Menge Kanonen an Bord, aber sei versichert. Ja, eine bescheidene Menge ist gut. Für weitere, falls du sie brauchen solltest. Geil. Kann man hier noch weiter aufrüsten? Jawohl, ja. Geht auf halbes Segel! Sieht aus wie eine abgetakelte britische Fregatte. Ja. Die sollte reichen für erste Zielübungen. Bring sie auf unsere Breite. Bringt sie zum Halt! Wenn alle Kanonen im Ziel sind, rufst du Feuer. Okay. Bereit zum Feuern! Feuer! Alter Schwede, nicht schlecht. Nicht schlecht. Alter Schwede. Nicht schlecht. Gut. Jetzt probier mal die Drehmaschen. Sind genauer. Triff die alten Pulverfässer und jag sie in den Hut. Ja. Das wird spaßig. Ah, cool, okay. Nicht schlecht. Geil. Nicht schlecht für einen Frischling, Captain. Ja. Wenn mich etwas interessiert. Wir finden Geschmack an der offenen See. Wir machen einen echten Seeleben aus hier. Aber jetzt sollten wir zurück. Der alte Mann wird mir sonst noch das Fell über die Ohren ziehen. Ja, das wollen wir ja nicht, ne? So, volles Segel. Direkt hier Vollgas voraus. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir werden jetzt noch angegriffen. War so klar, ne? Jawohl, ja. Ah, schön. Ja, konnte ich nicht anders. Ich habe ja zwei mit einem. Ich erfahre noch einen. Worum alles in der Welt kommt die denn her? Egal, der verpasst mir jetzt eine fette Breitseite.